ist natürlich eine sehr allgegenwärtige Sache und dadurch, dass ich die Rezepte dafür selber erstellen kann oder bestehende Rezepte verbessern kann, macht es natürlich umso mehr Spaß, darauf Einfluss zu nehmen, zumal ich die Rohstoffe selber wähle und dadurch eben die Eigenschaften dadurch gleichzeitig auch selber mitbestimme. Besonders wichtig ist, ein gewisses Interesse an Chemie mitzubringen. Und für mich war es nach dem Abitur auch wirklich wichtig, in dem Beruf eine gewisse Geduld, Zielstrebigkeit und auch Kreativität mit einbringen zu können. Und das ist natürlich auch für viele, die bereits in der Chemiebranche sind, auch interessant. So zum Beispiel auch einige, die zum Beispiel ihr Chemiestudium abgebrochen haben. Ich habe auch nach der abgeschlossenen Ausbildung sehr viele Möglichkeiten. Ich kann zum einen mich weiterbilden, zum Beispiel als Industriemeister oder eben auch als Techniker im Lackbereich. Ich kann alternativ allerdings auch ein Studium beginnen mit dem Wissen, was ich mir jetzt bisher angeeignet habe.